So, hallo und herzlich willkommen zu Mafia 1 Remastered Definite Edition. Wir haben gerade den Chapter Omerta abgeschlossen, haben Frank am Flughafen abgepasst und ihm das Leben geschenkt, inklusive seiner Frau und seiner Tochter, die jetzt in einen anderen Staat geflogen sind, wo sie anscheinend dann auch nicht so leicht gefunden werden können. Und ja, der Don denkt, er und seine Familie sind tot. Und da sind wir jetzt mal, oder bin ich mega gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich habe vorhin mal ein bisschen gelinst. Es sind noch ordentlich viele Kapitel da. Es wird also noch ordentlich Stoff geben hier. Fangen wir einfach mal an. Schau dir diese Häuser an. Große Gärten, schicke, teure Zäune. Der amerikanische Traum, was, Tommy? Mag sein. Für dich nicht? Nein, Sir. Bin gern näher am Geschehen. Lass dich von den hübschen Blumen nicht täuschen. Hier draußen gibt's mehr Kriminelle als im Rest der Stadt zusammen. Sind wir deshalb in dieser Gegend? So in etwa. Morello hat einen korrupten Staatsanwalt auf der Gehaltsliste. Watkins, ein alter Freund von Gilotti. Der Stadtrat? Genau. Morello hat ihm gesagt, wir stecken hinter dem Tod des Gilotti-Jungen. Watkins ist voll drauf angesprungen und will seinem Kumpel helfen. Angeblich hat er sogar ein paar Zeugen. Haben Sie Namen? Ja, aber Pauli und Sam kümmern sich schon drum. Ich brauche dich für was anderes. Wir brauchen alles, was Watkins über uns hat. Wo hat er das? In seinem Safe. Ich bin kein Safe-Knacker. Mach dir keine Sorgen. Wir geben dir Salvatore mit. Ist mit dem Boot angekommen, aber der kriegt alles auf. Bring ihn in die Villa, finde den Safe, den Rest macht er. Was wird mich da erwarten? Das kriegst du hin. Watkins geht ins Theater, das Haus ist also leer, bis auf ein paar Wachen. Das Büro ist im Erdgeschoss und unser Maulwurf sagt, der Safe ist in der Wand. Wenn Salvatore ihn geknackt hat, nimm die Beweise und verschwinde. Ist er das Boss? Das ist unser Mann. Salvatore, tutto bene? Sì, grazie. Don Salieri. Schön, dich zu sehen. Du weißt Bescheid. Enttäusch mich nicht. Sì, ho capito, sì. Tommy, wenn du Watkins siehst, tu ihm nichts. Das bringt nur mehr Ärger. Geht klar, Boss. Buona fortuna, ragazzi. Tommy Angelo. Piacere di conoscerti. Meraviglioso. Per favore. Und wieder Auto fahren. Ich liebe es, Auto zu fahren. Parli in antecchia di siciliano. O capo, durissimo piano. Ich kann kein Italienisch. Perfetto. Italiano. Americano. Hai capito? O piano? Ja, ich bin eingeweiht. Okay, per favore capisci. Trasemo in tuo giardino un turcioniato senza farci sentire né vedere. A casciaforti sta a rire un guaccio no primo piano. Tu rammi in antecchia di tempo e lascia fare tutto a mia. In da casciaforte ci avrà sicuramente un allarme. Ja, das wird wohl für uns beide eine lange Nacht. Minchia. Gut, jetzt ich. Tu, was ich tu. Sei vorsichtig. Sei. Vorsicht mit dem Safe.
forte. Sì, faccio io. Riaprire cassaforte. Aprire cassaforte. Himmel. Okay. Funk. Hören wir den Funk ab. Perfetto. Tolle Aussicht hier oben. A volte sto paese è meraviglioso. Da musste ich mich jetzt nochmal vordrängeln. Ecco. Ce la siamo gioco. Passato. Ja, wir parken hier, kannst vorbeifahren. Was? Ja, dann fahr doch, du alte Schachtel. Ah, so, ja, schön hier an der Hauptstraße, wo niemand sieht, was geht. Oh, ein Labyrinth. Bleib hier, ich schalte die Wachen aus. Er ist ja Feuer und Flamme hier, ne? Nummer Uno ist weg. Was bedeuten die Dingens da? Ah, das sind Wachen, okay. Ja, ich hätte gerne mal eine Nacht frei. Ja, bitteschön. War doch auf der anderen Seite noch einer. Den mache ich am besten auch gleich weg. Nicht, dass der hier noch auf dumme Gedanken kommt. Wie komme ich jetzt am besten an den ran? Wo ist er denn hin jetzt hier? Ja, das wird gleich passieren. So gut wirst du nie wieder schlafen. So, zack, weg. Ja, sehr schön. Kann ich eigentlich auch drüber klettern? Nee, natürlich nicht. Das möchten die Entwickler nicht. Ich glaube, ich halte mich besser links. Das war bis jetzt eigentlich immer die bessere Entscheidung. Habe ich eigentlich was zum Schießen dabei? Ich werde mir die nochmal mit einpacken. Ich habe so irgendwie die Befürchtung, dass es heute nochmal ordentlich scheppern wird hier. Das geht nicht glimpflich aus, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ist keine reine Sneak-Mission, ja. Hat der eigentlich keine Knifte dabei? Nö, anscheinend nicht. So, hopsen mal hier immer drüber. Ja, sorry, meine Elgato hatte sich jetzt verabschiedet. Natürlich mitten in der Aufnahme. Jetzt muss ich. Achso, geht gerade nicht. Shit. Ja, okay. Auf jeden Fall. Geht's jetzt weiter. Ich hoffe, dass ihn abschmiert. Da ist einer. Er hat mich halt einfach nicht sehen wollen. Kommt er jetzt, kommt er mich holen? Ich versteck mich mal hier. Ah, dich kriege ich, dich kriege ich. Richtig schöner Abend.
Bei dem muss ich noch ein bisschen weiter weglegen hier. Okay, Munition ist aber voll, das ist schon mal gut. Jemand ist bei uns hier im Labyrinth! Nein! Oh, hoffentlich schießt der nicht. Nein. Nicht schießen. Okay, er hat mich noch nicht gesehen. Er hat halt einfach... Nein! No! Okay. Auf den muss ich achten. Auf den muss ich achten. Es hätte aber fast noch was werden können. Ja, schade. Schade, schade, schade. So, ich muss mal kurz hier die Dateien umbenennen. Damit ich das später auch alles wieder nachverfolgen kann. Ich sehe ja jetzt kaum durch. Ey, Masato Omoro. Omoro? Oh, ein Labyrinth. Bleib hier. Ich schalte die Wachen aus. Whatever. Ich lasse den rechts jetzt einfach mal liegen. Ich glaube nicht, dass der hierher kommt. Also, ich hätte gerne mal eine Nacht frei. Riskiere das jetzt einfach mal. Zack, weg. Ich habe keine Lust, da schon wieder so weit zu laufen dafür. Rüber hier. Da ist einer. Von da kommt später auch noch einer. Jemand ist mit uns hier im Labyrinth! Ja, das war der Typ, den ich hab am Leben gelassen, okay. Ich muss die doch alle ausknipsen. Okay. Ey, Passato Omor. Was? Du warst. Oh, ein Labyrinth. Ein Labyrinth. Bleib hier. Ich schalte die Wachen aus. Okay. Pickup Shotgun. Ich muss den wegmachen. Ich muss den einfach wegmachen. Er guckt halt auch schon so skeptisch. Ah, wo geht er hin? Ja, ich hätte gern. Okay, dann bleiben wir aber auch gleich mal auf der Seite hier. Zum Rumstehen. Was macht er denn? Er ist ja voll der Psycho.
Ach du Scheiße. Jemand ist mit uns hier im Labyrinth. Ach, hör doch auf. Es ist doch nicht wahr. Das ist doch einfach nicht fucking wahr, ey. Also man sieht, ich bin ein richtig krasser Sneaker. So ein richtig, hey, so ein richtiger Tonschuh. Oh, ein Labyrinth. Bleib hier. Ich schalte die Wachen aus. Dabei. Ja, jetzt komm. Okay. Erst rechts, dann links. Eine Nacht frei. So, die Nacht frei bekommst du. Gar kein Problem. So, aber kann ich denn hier? Ah, kann ich nicht. So ein Quark, ey. Hätte ich nicht gedacht, dass sie sich so weit bewegen, ey. Also er steht ja vor allen Dingen immer noch am Ausgangspunkt. Er bewegt sich ja erst nach oben, wenn ich auch oben bin. Also ich habe echt null Chance. Ich muss die ausknipsen. Ich kann hier keinen stehen lassen. Okay, jetzt nochmal ein bisschen Gemach. Zum Rumstehen, okay. Hier noch nicht. Aber hier. Ja, mach das Ding wieder weg hier. Da ist einer. Wie hole ich mir den jetzt am besten? Geh mal hier außen. Ah, nee, nee, nee. Der wird doch auch gleich da lang laufen. Oder? Er läuft weiter geradeaus. Da standst du doch gerade schon mal. Eine Nacht frei. Ihr habt alle irgendwie den gleichen Wunsch. Da braucht ihr euch nicht wundern, wenn er dann So, weg mit dir. Also die Map ist ja an sich recht übersichtlich. Man muss, glaube ich, trotzdem tierisch aufpassen hier. So. Das da hinten müsste theoretisch der letzte sein. Wo läuft er hin? In meine Richtung? Nee, ne? Doch. Einfach mal drauf loslaufen. Ja, du wirst doch jetzt wohl nicht mehr hier Ärger machen. Ich hätte gerne mal eine Nacht frei. Dreh dich um und hau ab, damit ich dich ausnoggeln kann, ja. Ich glaube, das waren alle. Salvatore, wo bist du?
Alles sauber. Domi! Io qui! Yeah. So. Ich bin mal ganz kurz weg. So, und da bin ich auch wieder. Und weiter geht's. So, alle Wachen ausgeschaltet. Das heißt, wir brauchen nicht mehr schleichen. Wie praktisch. Wo zum Teufel ist der hin? Schleut oder was? Der Typ nervt. Ja. Man sieht dich nicht. Man hört dich nicht. Hä? Domi! Io qui! Domi heißt das so viel wie ich bin hier? Sei uno tosto tu, eh? Was? Ja, okay. Aber locker durch den Haupteingang, wa? Was bist du denn für ein Einbrecher? Er kann das nicht. Okay. Ich muss jetzt die Tür eintreten. Sein Ernst? Das ist doch bestimmt fucking laut. Also ich meine, da drin werden doch bestimmt auch Wachen sein. Wonach? Oh, Da Vinci, Caravaggio. Du Gemälde? Hinter einem Gemälde, meinst du das? Sei, sei. Okay, ich verstehe. Geht. No. Wir müssen im nächsten Zimmer nachsehen. Hier läuft doch Musik. Da ist doch jemand zu Hause. Ja, und er läuft mir einfach nur hinterher wie so ein Dackel. Hier ist noch ein Salvatore. Nur Wand dahinter. Also ich kann hier auch nicht... Doch, jetzt kann ich schleichen. Sie hat mich halt einfach nicht gehört, ne? Wer bist du? Ja, ich wollte jetzt eigentlich nicht totschlagen. Ach du Scheiße. Aha, Salieri. Shit. Ist sie jetzt tot? Oh. Das tut mir leid. Okay, da hängt schon mal ein Verbandskasten. Kein gutes Zeichen. Look behind the paintings. Alter, sei doch mal leise, Junge. Wie ein Elefant stampft er hier rum. Das wird dann hier die einzigste Putze gewesen sein. Die einzige Putze gewesen sein. Oh, Junge. Ruhe.
Also mit Sicherheit hinter dem. Ja, auf jeden. Bravo. Oh, oh. Spruß, eh? Klar. Dann zeig mal, was du drauf hast. Oh nee, jetzt findet er die totgeschlagene Alte. Beeil dich, Salvatore. Pazienza, pazienza. Na, hier wird noch hart umgeballert. Ritto l'allarme! Was? Mensch, du hast aber verdammt! Scheißegal! Komm jetzt, wir müssen hier raus! Vai, dietro, dietro! Sie sind bestimmt oben! Super. Der Safe ist in seinem Büro! Der ist schon mal weg. Alter, bist du dumm oder so? Du hast keine Knifte in der Hand, das ist dir schon klar, oder? Scheiße. Er hat uns halt einfach gesehen. Wir sollen ihm ja nichts tun, oder? Ganz schöner Zappel, Philipp, hier, oder? Was ist das, ja? Bist doch sicher. Fällt mir besser. Ja. Salvatore, bleib zurück! Ich kümmere mich um sie! Oh, leck mich im Ernst. Hab ich ihn jetzt! Ja. War das jetzt einfach nur ein Bodyguard oder was hatte der für eine, oder war das er selbst, der Herr irgendwer? Okay, sehr schön. Sehr schöner Schuss. Da muss ich mir jetzt mal selber auf die Schulter klopfen. Aber was macht er? Nach, bin ich dumm? Anscheinend.
Salvatore, bleib zurück! Ich kümmere mich um sie! Hier drüben! Ja, verteilen sie auch gleich ganz anders als vorhin. Ich habe ihn umgelegt. Noch, oder? Ja, da. Sprich! Vermehrt Schüsse gemeldet. Rufe alle Wagen. Stopp! Bitte der Wagen! Die Wagen nehmen? Endlich verstehe ich dich mal. Ja, aber wir nehmen uns den da. Come on. In der Hoffnung, dass er auch schnell ist. Ich weiß. Du hast recht. Stimmt. Polizier. Ich berste jetzt gleich mal hier runter. Oh nein. Bleib mal hier. Auf das Auto. Ich sprüche die Karre. Oh shit, ey. Alle Wagen, Verfolgung ist beendet. Grazie, Signoruz. Salvatore, wohin soll ich dich bringen? Ich brech ab. Gut, wo ist das? Ich brech ab. Okay, dann mal los. Was hat er gesagt? Alter, das war ja jetzt eine krasse Flucht hier. Hoffentlich halten die uns nicht an da hier, wegen fehlendem TÜV oder so. Also ich gebe jetzt schon mal auf. Bitte bleiben Sie stehen! Ja, ich stehe doch. So passt das. Oh, mal eben zum Heim gebracht. So. Bitteschön. Er wirkt verschlagen, mach oder? Mach sowas nicht wieder, ja? Ja. Er hat die Strafe gezahlt. Zurück zur Patrouille. Finden wir ihn. Alle Mann, Suche ist beendet. Wiederhole. Suche beenden. Zurück zur Patrouille. Ich
ich bin doch ein feiner Mensch. Ein feiner Mensch. Ich guck halt auch echt nie auf die Ampeln. Der Don hat doch gesagt, dass der Salvatore mit einem Boot, mit einem Schiff oder sowas kam. Jetzt soll ich den nach Hause fahren? Stoppleit oder was? Ja, vielen lieben Dank wieder einmal fürs Zuschauen. Die Folge war relativ übersichtlich. Wenn ich jetzt nicht hier wieder zwei, dreimal von vorne hätte anfangen müssen. Aber naja. Naja, wie geht's denn jetzt weiter? Also das Verhältnis zum Don scheint ja ein bisschen... Ich habe das Gefühl, dass ein bisschen struggelt, dass er uns nicht mehr ganz so vertraut. Schauen wir einfach mal in der nächsten Folge. Vielleicht haben wir ja da Aufschluss. Und die Papiere, die wir da jetzt gestohlen haben, die müssen ja auch zu irgendwas gut sein. Wir werden sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Kommi, ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Ihr kennt das ja. Support ist kein Mord. Bla bla. Tschüss.